Moin ihr Lieben, ganz kurzer Vlog heute. Ich bin so richtig stolz und glücklich, das ist immer, das gefällt mir besonders gut. Was wir heute geschafft haben ist, heute bin ich mal um 3 Uhr morgens aufgestanden, weil es noch was gab, was ich dringend fertig machen wollte. Und zwar ist das diese kleine App hier. Die Firma Hansenhof Elektronik betreibt so ein Datenlogger-Backend, so ein Web-Backend, so eine Webseite, wo man die Informationen angucken kann, die man da so loggt. Ich mache das mal parallel hier. Also das sieht dann so aus, wie sich eingeloggt hat, kann man sich eine Karte ansehen und in der Karte stehen links die ganzen Maschinen, die man so hat, zum Beispiel das Auto. Und wenn man das Auto anklickt, dann sieht man halt genau, wo es steht. Man kann sich dann auch, wenn man den Zeitraum hier oben angibt, kann man sich anzeigen lassen, so Fahrspuren, wo das Auto gefahren ist. Was von der Firma Fliegel einigermaßen neu ist, das sind diese Geräte hier, der Fliegel Counter HD. Das ist ein iBeacon, also ein Bluetooth-Sender. Der sendet aber nicht nur fleißig vor sich hin, dass er da ist, so wie es alle Beacons tun, sondern was der zusätzlich kann ist, der kann Neigungen erkennen. Und zwar in allen drei Achsen erkennt er, wie er gerade geneigt ist. Und dann gibt es noch ein kleines Feature, was der hat. Ich kann den nämlich mit einer Fliegel-App kalibrieren, dass ich sage, ich möchte zählen, wie oft dass der hochgegangen ist und runtergegangen ist, und immer wenn er diese Bewegung dann einmal macht, dann wird ein Zähler um eins hochgezählt. Das wird verwendet zum Beispiel bei Güllefässern, wenn ein Güllefass voll ist, das ist ein Füllstandsanzeiger, das ist wie so ein kleiner Arm am Güllefass dran, und wenn das Güllefass voll ist, dann zeigt der Zeiger nach oben, wenn das Güllefass leer wird, weil die Gülle ausgebracht wird, dann ist er irgendwann unten. Das heißt, wenn ich den einkalibriere auf diesen Füllstandsanzeiger, dann kann ich mitzählen, wie oft das Fass leer gemacht wurde. Und das ist eine Information, die Landwirte haben wollen, und dafür gibt es von Hansenhof jetzt auch eine App, die diese Geschichte unterstützt. Also Odokus, diese Webplattform, die ich gerade gezeigt habe, die unterstützt jetzt eben seit neuestem auch diesen Counter hier, und das können wir jetzt mal ganz kurz live als Demo durchmachen. Die App ist noch nicht erhältlich. Die ist jetzt quasi gerade in Entwicklung gewesen. Ich wähle also den Beacon aus, den er gefunden hat, muss mich dann am Beacon einloggen. Und wenn ich das getan habe, dann sehe ich hier schon die Karte und die ersten Fässer, die da vorhanden sind. Wenn ich so ein Fass auswähle, bekomme ich so ein Callout, und da steht dann drin, dass wie viel der Fass das war, wie voll die Batterie vom Beacon ist und so weiter und so fort. Und hier unten in der Zeile, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das auch scharf stelle, parallel mit dem Weitwinkel. Da sollte gehen. Hier ist die Anzahl Fässer, also momentan sind es 30 Fässer auf dem Beacon und 10 Minuten Rüttelschüttelaktivität. Und wenn ich den Beacon jetzt neige, das müsste man jetzt schön parallel sehen, je weiter ich den nach rechts neige, desto größer wird die Gradzahl entlang der Achse, und dann geht das Fass langsam aber sicher in Richtung voll. Und wenn es die 100% erreicht hat, jetzt zum Beispiel, und dann langsam wieder leer wird. Jetzt drehen wir ihn wieder nach links. So, jetzt dauert es kurz. Und dann springt die Zahl von 30 Fässer auf 31. Wunderbar. So, das hat er gemacht. Dementsprechend müsste eins dieser Fässer, wenn ich dann mit der Maus hinkomme, auch die 31 sein. Die überlagern sich jetzt bloß blöderweise, weil ich immer noch hier im Büro sitze. Jedenfalls bin ich für meinen Teil schon mal richtig glücklich mit dem Ergebnis für die letzten Tage, beziehungsweise gerade der Webservice, der ist heute integriert worden, der ist also noch so richtig brandneu, der tropft noch. Die App geht jetzt an die ersten Beta-Tester raus, und dann schauen wir, ob es noch irgendwelchen Ärger gibt, den man nachfixen muss, und wenn nicht, dann gibt es hoffentlich bald einen richtig offiziellen Release. War jetzt ein ganz kurzer Vlog, ein ganz, ganz kurzer Vlog, aber wollte einfach, so wie neulich schon mal, ganz kurz wieder zeigen, woran ich gerade so arbeite. Also dann, ciao!